Tiwanaku. Vor 3000 Jahren entstanden, vor 800 Jahren verschwunden. Eine geheimnisvolle, vergessene Kultur im Andenhochland Boliviens. Masken aus Stein, Zeugen religiöser Rituale und staatlicher Macht. Ausgesetzt dem rauen Klima des Altiplano. Geflügelte Wesen begleiten den Schöpfergott Viracocha, das berühmte Sonnentor. Der Sinn der Szene bleibt durch die Geschichte hindurch verborgen. In der Hand den Quero, den traditionellen Maisbecher, stehen in Tiwanaku die größten Statuen des alten Amerika. Aus einem Block gemeißelt, 7 Meter hoch. Aus einer kleinen Siedlung entwickelte sich hier am südlichen Rand des Titicacasees eine Stadt mit über 50.000 Menschen. Heute sehen wir nur noch Reste des einstigen religiösen Machtzentrums. Die Stadt aus Lehmziegeln weht seit langer Zeit wieder als Staub über die Ebene. Bis heute stellt Tiwanaku der Archäologie viele ungelöste Fragen. Vor 700 bis 800 Jahren plötzlich verschwunden, gibt die Erde nur schwerfällig ihre Geheimnisse preis. Viele wird sie wahrscheinlich für immer behalten. Puma Punko, das Tor des Pumas. Bis zu 160 Tonnen schwere Steinblöcke liegen hier. Nur ungenügend gibt das Bild die Mächtigkeit der Ruine wieder. Der Versuch der Rekonstruktion bleibt Spekulation. Seit der spanischen Eroberung wurden die kulturellen Leistungen Südamerikas ignoriert. Auf der Suche nach nationaler Identität wächst heute auch in Bolivien die Bereitschaft, sich mit der eigenen Kultur und ihrer Geschichte zu beschäftigen. Der tägliche Besucherstrom ist nur ein Beleg dafür. Wir wollen mehr über diese Kultur erfahren, deren politisches und religiöses Zentrum hier im Altiplano lag und nachdem sie später benannt wurde, Tiwanaku. Wir treffen Alan Colata, den Leiter eines bolivianisch-amerikanischen Archäologenteams. Neben den Ausgrabungen sind die Archäologen dazu übergegangen, regionale indianische Mythen, Geschichten, Bräuche zu studieren. Aus diesem ausschließlich mündlich weitergegebenen Wissen können die Wissenschaftler wichtige Rückschlüsse über religiöse, politische, wirtschaftliche und kulturelle Vorgänge in der Geschichte ziehen. 74 Sorten Kartoffeln und ihre Besonderheiten kennt Policarpio Flores, ein Wissen von unschätzbarem Wert, nicht nur für Archäologen. Tiwanaku kannte keine schriftlichen Zeugnisse und so ist die Systematik archäologischer Arbeiten von grundlegender Bedeutung. Nur sie kann klären, wie sich eine Stadt mit 50.000 Einwohnern auf dieser Höhe überhaupt entwickeln konnte. Als wir das Projekt begannen, wollten wir verstehen, warum in dieser Stadt vor 1500 Jahren so viele Menschen leben konnten und heute nicht. Westliche Landwirtschaftsexperten kamen hierher und sagten, dass es in dieser Umgebung